Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, Vertreter des Zentralrats. Antisemitismus ist in unserer Gesellschaft ein bekannter Begriff. Bei Antiziganismus fragen die Menschen schon eher nach, was man damit eigentlich meine. Dahinter verbirgt sich, wie beim Antisemitismus, eine rassistisch motivierte Ablehnung gegenüber einer ganzen Bevölkerungsgruppe. In diesem Fall nicht gegenüber den Juden, sondern gegenüber den Sinti und Roma. Auch sie wurden zu Opfern des nationalsozialistischen Rassenwahns, wurden systematisch entrechtet, erniedrigt, ermordet, deportiert, zu Hunderttausenden ihres Lebens beraubt. Ein Denkmal im Berliner Tiergarten zeugt davon. Die Diskriminierung der Juden, aber eben auch der Sinti und Roma, endete nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In Deutschland, in Ost- wie Westeuropa, schlicht überall werden sie bis heute diskriminiert. Das ist auch einer Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament und den Europäischen Rat vom August des Jahres 2017 zu entnehmen. Das Thema wurde auf einem Kongress, an dem ich teilnehmen durfte, im Oktober 2018 entsprechend umfassend debattiert. Mit Blick auf unsere Geschichte trägt Europa, aber gerade insbesondere eben Deutschland, eine ganz besondere Verantwortung, wenn es um den Kampf gegen den Antiziganismus geht. Daher wird die Bundesregierung in Kürze eine unabhängige Expertenkommission entsprechend den Koalitionsvereinbarungen ernennen. Und das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich begrüßen. Unser gemeinsamer Antrag von CDU, CSU und SPD, also der Antrag der Koalitionsfraktionen, verbindet damit Anregungen, Hoffnungen, aber auch Forderungen, deren Aufzählung hier den Rahmen sprengen würde. Es gibt aber bekanntlich, und das wurde auch schon erwähnt vom Herrn Präsidenten, einen Oppositionsantrag. Ich möchte den Fraktionen, die diesen Antrag verfasst haben, sowohl der FDP als auch der Grünen und der Linken, zumindest ein ganz ehrliches Engagement in diesem Thema nicht absprechen. Die Haltung der AfD kenne ich leider nicht. An den Berichterstattergesprächen haben sie sich, soweit ich mich erinnern kann, nur ein einziges Mal beteiligt. Inhaltlich habe ich nichts in Erinnerung, was Sie hätten beitragen wollen. Ich bedauere das mit außerordentlich, aber ich bedauere auch im Wissen auf die mir bekannten Restriktionen auch meiner Fraktion, dass es uns nicht gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag über die Fraktionsgrenzen hinweg bei diesem Thema hier in dieses Hohe Haus einzubringen. Wir waren sehr nahe dran, das möchte ich sagen. Es waren letztendlich gerade mal 100 Worte, die unsere beiden Anträge voneinander unterscheiden. Ich bedanke mich auch an dem konstruktiven Wirken, das das Bundesministerium des Innern gezeigt hat, außerordentlich auch bei Herrn Staatssekretär Wanderwitz. Am Ende, wie gesagt, sind wir sehr nahe beieinander gewesen. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, dieses Thema ist eigentlich zu wichtig, um es auf dem Altar des politischen Klein-Klein oder der parteipolitisch motivierten Auseinandersetzung zu opfern. Sehen Sie, allein Ihr Zwischenruf zeigt doch schon wieder, auf welche Ebene Sie sich begeben wollen. Unsere Beschlüsse seien schuld daran. Ich will das hier im Einzelfall nicht mehr aufträufeln. Ich glaube, ich habe auch in meiner Fraktion deutliche Worte verloren, was ich davon halte. Der Deutsche Bundestag, meine Damen und Herren, repräsentiert das Staatsvolk. Und ungeachtet der darin vorhandenen politischen Mehrheiten haben wir als Mitglieder dieses Bundestages den demokratischen Auftrag erhalten, uns um den Schutz der Minderheiten zu kümmern. Die Qualität einer Demokratie bemisst sich nicht nur nach Wirtschaftsdaten, sie bemisst sich insbesondere auch danach, wie die Mehrheit mit Minderheiten umgeht. Der Minderheitenschutz, der gehört zur DNA
einer Demokratie. Das haben wir Deutsche hart erlernt. Und Herr Braun, das bekommt man auch nicht zu erfahren, wenn man einen Vizepräsidenten wählt oder nicht. Da braucht es schon etwas mehr. Wir haben es mit einer Kommission zu tun, ich habe es ja erwähnt, die die Bundesregierung einsetzt. Darauf haben sich die Koalitionspartner verständigt. Das hindert uns als Parlament aber nicht, das ist unser Selbstverständnis, von dem wir ausgehen müssen, mit zu debattieren, zu sagen, welche Vorstellungen wir bei diesem Thema, was die Arbeit der Kommission anbelangt, haben. Das gehört auch zum Selbstverständnis unseres Hauses. Und das bringt mich dazu, ein paar Worte, die im Vorfeld der an uns gerichteten Forderungen und Formulierungsempfehlungen von Interessenvertretern gesandt wurden, zu verlieren. Das ist selbstverständlich zulässig. Keine Frage. Und es hilft uns manchmal auch, uns in Themen zu sensibilisieren. Es darf aber daraus nicht die Erwartungshaltung entstehen. Und ich blicke direkt zu Ihnen nach oben. Ich glaube auch nicht, dass Sie diese Erwartungshaltung haben. Die Erwartungshaltung, dass wir diese Vorschläge eins zu eins übernehmen, das wäre mit dem Mandat eines freien Abgeordneten, wie es Artikel 38 Grundgesetz vorsieht, einfach nicht zu vereinbaren. Aber deshalb soll auch diese Unabhängigkeit für die Expertenkommission gelten. Und wir wollen mit unserem Antrag diesem Gremium außer ein paar weniger Anregungen keine konkreten Arbeitsweisungen geben. Wenn wir das könnten, dann bräuchte es eine Expertenkommission nicht, dann wären wir ja selber die Experten. Und abschließend wünsche ich daher der Kommission eine wirklich segensreiche Arbeit, auch im Interesse der Gruppe der Sinti und Roma, und uns am Ende hilfreiche Erkenntnisse, die uns weiterbringen beim Schutz der Minderheiten, insbesondere der betroffenen Gruppe. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Markus Frohnmeier, AfD-Fraktion.